halt nochmal nicht heißt. Ihr Signal ist weg, also haben Sie wohl die Kammer erreicht. Sie enthält das Gerät, für das Demichev ihren Freund getötet hat. Das ZMG. Hallo, ich bin Dr. Barisov und das ist Filmaufzeichnung 19 des Forschungsprojekts Initiative Moskau zu den potenziellen Einsatzmöglichkeiten des Zeitmanipulationsgeräts. Also, das Gerät, oder ZMG, wie ich es nenne, benutzt... Stellen. Option, Steuerung. Ich habe ja jetzt eine Maus, da können wir. Impuls. Ah ja, die Taste funktioniert nicht. Greift doch nicht so, wird doch nicht so richtig. Das so. Oh, das ist halt so. Schauen wir mal den Film. Licht anschauen. Jetzt. Ich grüße Sie, ehrenwerte Kollegen und Mitglieder des Politbüros. Ich bin Dr. Viktor Barisov und bin Forschungsleiter von Katorga 12. Die Forschung an E99 erweist sich als äußerst ergiebig. Wir haben entdeckt, dass man mit dem Element den temporalen Zustand von Objekten beeinflussen kann. Dies ist Test Nummer 143 mit dem Zeitmanipulationsgerät. Wir nennen es auch einfach kurz ZMG. Wie Sie sehen, kann das ZMG Dinge in den Urzustand versetzen oder schnell altern lassen. Man muss Acht geben, das Gerät nicht auf ein lebendes Wesen zu richten. Der Effekt ist sehr unschön. Ich habe bereits mit den Arbeiten an einer kleineren Version begonnen. Leider funktioniert das ZMG nur bei Objekten, die E99 enthalten. Ich mache sehr große Fortschritte bei meinen Versuchen. Es lebe der Kommunismus! Awesome.
Geh, Herr Füller. Renko, ich habe Sie auf dem GPS. Ich hoffe bloß, Sie haben das ZMG. Sie müssen es benutzen, um ins Jahr 1955 zurückzukehren und Demichev davon abzuhalten, Barisov zu töten. Nur er weiß, wie man die Geschichte wieder so wenden kann, wie sie sein sollte. Sie sollten zu einem Riss kommen, einem Zeitspalt. Sie entstanden, als die Singularität explodierte und die ganze Insel ist übersät damit. Двигай!
Feuer doch immer. Damn. Das Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gebeten. Denken Sie darüber nach. Präsident Barisov. Klingt doch gut. Das ZMG. Wie... Sie haben mein Leben gerettet. Sie tragen das ZMG. Und eine amerikanische Uniform. Irgendwas muss furchtbar falsch gelaufen sein. Mir nach. Ich brauche meine Aufzeichnung. Demischer, schneller! Sein mit. Ich hab mehr, da müsste eigentlich Schnitt werden. Spiellogik. Ach ja, direkt sein. Da sind zwei Wachen. Können Sie sie loswerden? Demichev würde zornig sein, als ich mich weigerte, an der Singularität zu arbeiten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Ich hole meine Aufzeichnungen. Verdammt! Geht nicht auf! Das ZMG manipuliert den Alterungsprozess von Objekten. Es macht sie, ich kann es nicht besser ausdrücken, älter oder jünger. Sogar ein Safe kann mit der Zeit verrotten. Uns geht die Zeit aus. Bitte manipulieren Sie den Safe mit dem ZMG.
Nehmen Sie, das ist ein Prototyp einer E99-Waffe. Sie kann instabil sein, aber sie kann das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Go.
das lüften. Das war nicht. Eine Demonstration der praktischen Anwendung meines Durchbruchs bei der Kontrolle der temporalen Störungen durch E99. Der Blockierer ist ein Gerät, das bei Aktivierung die Zeit im Umkreis einfriert. Der Effekt ist zeitlich begrenzt und er kann durch gravimetrische Energie deaktiviert werden. Man kann ihn einfach durch erneuten Einsatz reaktivieren. Das Zeitstörungsfeld bildet auch einen sehr nützlichen Schild. Ich bin sicher, dass wir durch meine Forschung nächstes Jahr eine Waffe haben, die alles, was der Westen hat, bei weitem übertrifft. Und dann kann der Eroberungszug des Kommunismus beginnen. Für die Sowjetunion! Scheiße, hinter uns ist wichtiger ein bisschen. Ich geh aber erstmal nach. Ja, nein, der Grafik ist gerade schon stark gestellt. Ist ja mal scheiße. Ja, das ist eine Kleinigkeit. Momentan geht's halt. Trennen sich unsere Wege. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich suche Schutz in diesem Turm. Und glauben Sie mir, wir sehen uns wieder. Aktivieren Sie diesen Riss. Er bringt Sie in Ihre Zeit zurück. Viel Glück uns beiden. Ja, gib mal. Captain Renko, ich kann es eigentlich kaum fassen. Ich habe über 50 Jahre lang auf Sie gewartet, aber für Sie waren es nur Sekunden, nicht wahr? Erinnern Sie sich an den Turm, zu dem ich wollte? Ich bin dorthin zurückgekehrt. Schien mir der vernünftigste Ort. Kommen Sie schnell, es gibt viel zu besprechen. Und halten Sie die Augen auf. Ich habe eine gemeinsame Freundin zu Ihnen geschickt. Schönes. Wir müssen das jetzt hier kommen. Nee.
Dies ist der erste aufgezeichnete Test, in dem ein menschliches Wesen in einen Spalt geht. Ich werde meine Beobachtungen beim Hindurchgehen aufzeichnen. Ich vermute, ich werde bei Spalt 6 wieder herauskommen, der mit diesem hier verbunden zu sein scheint und bei den Docks aufgetreten ist. Ich gehe jetzt hinein. Es kitzelt leicht, sogar durch den Anzug. Es ist nichts Außergewöhnliches zu sehen. Und wie man sieht, keine bemerkenswerten... Abschalten! Das lief dann ja wohl nicht so gut. So. Formel, ne? Ja, Formel kann Basis, ne? Ah ja. Boah. Verschmutzt. Davon hab ich genug. So. Ah ja, und mein. Ich weiß es nicht. Ein bisschen mehr. Chef wahrscheinlich gerade da. Ich höre die Sache. Aha. Dinge, die keiner braucht. Schwerkraftmodul erneuert, getestet und wieder. Lass mich durchgehen. Ach ja, beinahe. Das ist ein gutes Spiel. So, gehen wir mal in den Waffenschrank. Schauen, wie viel Verbesserung es gibt. Letztes Mal habe ich das Schwarz-Wedes finden und die Knarre bald zu sehen. Schon eventuell. Schrecklich. So.
scheiß Viecher. Mensch. Nicht geschehen. Anziehen. Captain, Sie müssen einen Aufzug finden, der Sie ins obere Stockwerk des Verwaltungsgebäudes bringt. Alle Wege sind blockiert. Ich hab Z-G-Energie. Halt, ist ein Stoffschuss.
Prophylaxe. Sie müssen mit dem Aufzug ins obere Stockwerk. Ja.
Waffen. Aufnahme.